Alexa, schalt das Licht im Büro an. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Position. Alexa, PlayStation aus. Ja, Freunde, was macht ihr hier? Oh, und Burg, das hat ja nichts. Ganz viel Zeit. Oh, jetzt geht der Gas. Das Rennen ist wieder freigegeben. Monaco direkt dahinter. Vollkommen Burken. Ich bin sehr lange gefahren, ja. Oh. Teamplay hält auch gerade den ganzen. Oh, Kim geht in die Box. Oh, ist das echt ein Box? Eieieiei, da hat Dukum natürlich nicht mit gerechnet. Von den Abständen her würde ich sagen, Reaper und Jodel, die beiden Bots von denen, liefern sich einen extrem engen Fight. Ich muss da mal rüberschalten. Ja, das sieht auch lustig aus, wenn die beiden Geister da fahren. Jodel ganz nah dran im Windschatten hier. Oh, zieht er. Nee, der Bot traut sich nicht. Brokenbone und Dirk F1 Racer, beide in der Box. Brokenbone mit dem Undercut und Lever mit 3 Sekunden. Oh. Ja. Aus Teamsicht musst du eigentlich Monaco draußen lassen, da hat man Brokenbone vorher reingeholt, weil du kannst halt mit. Ah, Monaco kommt rein, ich habe nichts gesagt. Diva geht weiter, Monaco fährt rein. Links immer noch, so er wie ich Bubul kennengelernt habe. Ja, macht da easy. Der Junge will da keine Zeit verlieren. Der ungeduldig. Die beiden hatten jetzt einigermaßen freie Fahrt. Brokenbone hängt da so ein bisschen hinter Tüdel, der sich gedreht hat. Und Monaco ist auch. Das wird ganz eng. Das wird aber mal verdammt eng. Aber er sollte. Er ist vorbei. Er ist vorbei an Lever. Hat der Undercut funktioniert? Ja. Stark. Ist alles. Ja. Ich habe auf jeden Fall gesehen. Oh! Hat sich Lever weggedreht. Nein, es war nett. Monaco berühren sich da. Oh, das steht Neptun jetzt richtig ungünstig. Und jetzt Lever ganz dicht dran an Monaco. Setzt da an zum Überholmanöver. Geht vorbei. Lever im Moment Boxenstopp bereinigt. Wieder auf Nummer 1. Wolfenborn ist auch ganz nah rangekommen durch dieses Aufhalten, sage ich mal, in der Flugzeit. Und jetzt kommt das, was du gesagt hast. Da kommt hast. Monaco. Ja, genau, da kommt der Konter. Da kommt Monaco. Da kommt der Konter. Und zack, ist er wieder vorbei, ja. Also hast du vielleicht das wirklich recht. Das ist das beste Beispiel gerade gewesen zu dem, was ich gesagt habe. So, ich... Was geht mit? Boah, ja. Und jetzt vorbei. Heilige Makrele. Heilige Makrele, heilige Makrele, heilige Makrele. Die heilige Makrele, einfach phänomenal. Das Problem, da ist noch alles heile. Ist ganz... Vielleicht mal Quersteher gehabt oder ist ein bisschen weit rausgekommen, dann verlierst du halt mal direkt Zeit hier, ne? Hat eine Biene im Cockpit. Wahrscheinlich. Eine Biene im Cockpit. Hey, wer bist du? Ich bin eine Biene. Oh, die Spinne ist ihm übers Halo gelaufen und er hat sich kurz erschreckt. Hier ein Drift, hier nochmal ein Slide. Dirty Air ist da natürlich am Start. Ja, holen auch gewaltig auf Bubul auf, beide. Vielleicht muss man da einfach mal sagen, jo, da hat Bubul vielleicht einen Fahrfehler gehabt, ne? Ja, ist doch normal. Ich meine, in so einer Phase ist natürlich kein Selbstvertrauen da, das ist ja logisch. Sind Sie selbst auch verunsichert? Ich? Ja. Nö. Warum? Brokenbone an, Alter, wie dicht der da dran ist. Hängt im Heck vom Renault von so Scuderia. Und jetzt hat er da überholt, er lässt auch nicht mehr Platz. Er weiß ganz genau, den kann er eh nicht ausreichen. Hinter sich. Monaco ist in der Box. Ja.
Ja. Das glaube ich viel ist zu spät. Vier Runden vor Schluss? Viel ja. zu spät. Das ist der Point. Lever, ich glaube, Lever genau. knallt das Ding durch hier. Der geht nicht mehr rein. Die vorne drei gehen komplett nicht mehr rein. Irgendwie die extra PS, extra... Oh, Flavio! Flavio, da musste er ausweichen. Da muss er Platz lassen. Ja, da geht Borgenborn jetzt vorbei. Nein, geht dann auch nicht. Lässt dann auch Fair da nochmal Platz. Gut gemacht. Und da geht aber Borgenborn jetzt vorbei. Borgenborn, was eine Traktion. Also, dann schnappt er sich da... Nee, ich wollte gerade fragen, ob er sich dabei geschnappt, aber... Nee. Oh, er spielt auf der Bremse. Aber es geht gut. Jetzt Traktion, Attacke. Wohl das letzte an der ist leichter raus. Quersteher von Flavio, oder? Aber er muss eigentlich jetzt vorbei. Ist das echt? Oh, der gleich. Müssen. Rot bin ich da gefahren. Ich hätte auch Borgenborn vorbei. Nice, gutes Manöver. Ja. Das wüsste ich auch gerne. Oh, Flavio verbremst, sie holt sich noch eine 3 Sekunden Strafe. Das Ding hier nach Hause, so wie es ausschaut. Hat man aber leicht einen Quersteher. Ja. Lever über die Ziellinie, da haben wir das Feuerwerk. Ja. Lever gewinnt den großen Preis von Abu Dhabi.